Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 20. Mai 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 821 und heute mit dabei sind unter anderem die folgenden Themen: Circle View, Opera GX, MIUI 12, dann haben wir Serien, Minecraft und Podcast entdeckt. Ich beginne mit Circle View. Das Ganze hat nichts mit dem neuen Gebäude am Zürcher Flughafen zu tun. Das ist von Logitech eine neue Smart Home Kamera. Genauer gesagt ist eine HomeKit-kompatible Kamera, eine nur HomeKit-kompatible Kamera, die auch nur mit Kabel kommt und nicht wie die Vorgängerversionen mit der Möglichkeit eines Akkus und außen und so weiter. Spannendes neues Produkt und schön in Schwarz gehalten, mal was anderes als die ersten beiden und auch wieder mit einer neuen Form. Dann geht's weiter mit Opera. Da durfte ich ja vor einigen Wochen mal vermelden, dass Opera in den normalen Browser Instagram integriert hat. Das haben sie jetzt auch in den Gaming-Browser, den Opera GX, integriert. Und wer sich jetzt denkt, wieso soll ich mir einen Browser zulegen, der Gaming unterstützt? Ja, da ist man vielleicht nicht ganz so allein, aber dennoch, 3,4 Millionen Nutzer haben sich schon dafür entschieden und spielen regelmäßig in dem Browser drauf. Und ich muss auch sagen, für gewisse Geschichten im Netz macht das definitiv Sinn. Auch mit den anderen Features, die Opera da mittlerweile einfließen hat lassen, wie mit den Arbeitsbereichen und den durchsuchbaren Tabs, finde ich eine gelungene Geschichte und vor allem schaut halt optisch auch toll aus, vor allem wenn man ihn so auf blau oder grün trimmt, sieht das richtig spacig aus und das gefällt, vor allem wenn man im Dark Theme unterwegs ist. Gehen wir weiter. Geht aber auch weiter unter anderem mit Dark Theme. Das MIUI 12 ist draußen, offiziell vorgestellt, wird nächstens für diverse Geräte ausgerollt. Welche das sind, kann man im Blogpost nachlesen. Sind doch einige Geräte, die davon profitieren werden. Was kommt in der neuen Benutzeroberfläche von den Xiaomi-Smartphones? Man hat besseres Multitasking, man hat bessere Energiesparmodis und eben den Dark Mode von vor. Auch der App Drawer wurde überarbeitet, somit soll das Ganze ein bisschen runder werden. Apple hat mit seinem Streaming-Dienst Apple TV Plus ja auf eigene Filme und eigene Serien gesetzt, die hochwertig produziert werden und somit auf Masse und nicht Klasse, möchte jetzt aber dennoch das Programm ein bisschen erweitern und ist jetzt anscheinend laut Bloomberg auf Einkaufstour. Sie kaufen nicht aktuelle Filme ein, sondern Serien und Filme aus der Vergangenheit. Da bin ich mal sehr gespannt, was damit reinkommt und freue mich da bald auch wieder mal ein bisschen zu stöbern. Microsoft wurde ja damals schräg angeschaut, als sie sich Minecraft gekauft haben. Damals für, was waren das, 2,5 Millionen US-Dollar, hat der eine oder andere schon den Kopf geschüttelt. Mittlerweile hat sich das ja doch deutlich amortisiert, nämlich Microsoft konnte eine Zahl bekannt geben, 200 Millionen Mal wurde das Spiel zwischen 1999 und 3999, der Preis schwankt immer wieder mal ein bisschen, verkauft. Und wenn man das sich so zusammenrechnet, schon nur die kleine Zahl, ist man schon bei 3,5 Millionen. Und hat sich nicht nur dahergehend gelohnt, auch spieletechnisch, aktuell spielen 126 Millionen Spieler das Spiel aktiv im Netz. Zu guter Letzt, auch diese Woche war es, glaube ich, gestern, war das letzte? Nee, doch, diese Woche habe ich ja erzählt, dass Podcast Addict aus dem Play Store rausgefallen ist, auch mit dem Grund. Und Google hat sich entschuldigt, KI hat einen Fehler gemacht und die App ist zurück. Was will man mehr? Euch einen schönen Mittwoch und wenn ihr mögt, heute Abend ist der Geek Talk wieder live zu hören, der News-Folge zumindest und später einen Podcatcher, aber genügend der Eigenwerbung. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis bald. Ach ja, geektalk.ch/live, da könnt ihr nachschauen, wann und wo das Ganze stattfinden wird. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.